6a der Marienschule aus Offenbach tritt an. Gegen die Klasse 6 des Diesterwick-Gymnasiums in Havelberg. Jawohl. Und beide wollen das begehrte Wochenshow-Ticket für die beste Klasse Deutschlands. Jawohl. Die erste Challenge heißt Rückenlabyrinth. Hier gibt es 10 Punkte zu sammeln. 4 Schülerinnen und Schüler liegen gleich auf dem Boden und werden durch Strecken und Beugen der Arme versuchen, eine Kugel durch ein Labyrinth zu manövrieren und dabei so viele Linien wie möglich zu überqueren. Die Klasse, die die meisten Linien überquert, die gewinnt die erste Challenge und die ersten 10 Punkte. Dafür gibt es insgesamt 60 Sekunden Zeit. Die Marie gibt hier jetzt gleich die Kommandos für Tim, Ella, Priet und Timo an. Alles klar? Ja. Bei euch auch, Anna? Bei uns gibt Juliana die Kommandos für Elisa, Rebecca, Areta und Lara. Seid ihr bereit? Ja. Nicht so gemütlich gemacht da unten? Nee. Dann starten wir die Challenge in 3, 2, 1, let's go! Alright, okay. Die Zeit läuft. Yeah. Tim, Priet, Tim. Ja, das läuft doch schon mal. Ella, Timo, ja. Wir haben die erste Linie geschafft. Sehr, sehr gut. Wir sind knapp vor der 1. Jawohl, die 1 ist geschafft und wir sind kurz vor der 2. Ja, das. Und er ist drüber. 40 Sekunden noch, schneller! Schneller, ihr macht das super, aber das muss schneller gehen. Hoch! Richtig hoch! Lukas, bei uns rollt der Ball schon ganz gut. Ja, bei uns läuft es gerade auch nicht schlecht. Ja, ein Stück weiter. 25 Sekunden, ihr macht das super, aber ein bisschen schneller. Weiter. 20 Sekunden, die dritte Linie. Sehr gut. Die fünf ist. Oh mein Gott! Jawohl! Die 5 ist geschafft! Die letzten 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Wow, wow, wow. Super, das war richtig, richtig stark. Fast bis über die vierte Linie. Na, Anna, seid ihr auch gut ins Rollen gekommen? Oh, wir sind sowas von ins Rollen gekommen. Wir haben es viel, viel weiter geschafft, bis über die fünfte Linie. Das heißt, wir haben das erste Spiel gewonnen. Mega stark, mega, mega gut. Das ist gar kein Problem, wir haben nämlich noch genug Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Zum Beispiel in unserer nächsten Challenge. Dieser Boing-Ball wird von 2 Spielern so schnell wie möglich über die Teelichter hin und her gezogen, um die Flammen auszupusten. Wer nach einer Minute die meisten Teelichter gelöscht hat, der gewinnt die Challenge. Bei uns versuchen Maya und Mira, so viele Teelichter wie möglich auszulöschen. Und ich bin mir sicher, die schaffen das, oder? Ja! Also, Stimmung passt. Dann starten wir die Challenge in 3, 2, 1, let's go! Sehr, sehr gut. Ja, da fehlt noch ein bisschen auf. Erstes aus. Erstes aus. Weiter geht's. 2 aus. Und nochmal zurücknehmen. Bisschen tiefer vielleicht noch gehen. Erwartet. Oh Gott, das will. Ihr seid super, super schnell. Jetzt haben sie den Dreher aus, die 2. Jetzt haben sie die erste Ecke gleich hinter sich. Und noch mal eine aus. Weiter geht's. Anna, läuft bei euch gerade genauso gut? Also die 2, die machen ja auch einen richtig, richtig guten Job. Okay. Ihr habt noch 20 Sekunden Zeit. Das habt doch genug Zeit. Sehr, sehr gut. Jawohl. Und 10, 5, 2, vor der Zeit, 3, 2, 1 und stopp! Die letzte leider ein Ticken zu spät, aber ey, das Ding ist fast komplett gelöscht. Okay, insgesamt 36 Teelichtern ist hier gerade das Licht ausgegangen. Ja, das war so stark, also wirklich, da könnt ihr mal kurz viel klatschen. Sehr, sehr, sehr gut. Anna, wie lief's bei euch da drüben? Boah, da können wir nicht mithalten. Es war so knapp, 31 haben wir geschafft. Aber damit geht Boing-Ball-Auspuster leider, leider an euch. Sehr gut. Damit geht diese Challenge an uns. Und 10 Punkte wandern auf unser Gewinnkonto. Und damit haben wir den Ausgleich geschafft. Es steht 10-10. Sehr, sehr gut. Geil. Die 10 Punkte, die schicken wir aber wirklich nur sehr, sehr ungern rüber. Und beim nächsten Spiel, da holen wir sie uns auch wieder. Oder? Ja! Jawohl!
Die nächsten 10 Punkte gibt es bei unserem Turbo-Quiz das letzte Wort und auch die Regeln sind super schnell erklärt. Es gibt gleich einen Oberbegriff und zudem gilt es, passende Unterbegriffe zu finden. Das könnte beispielsweise sein, wir suchen nach Farben. Die eine Klasse könnte mit Grün antworten, die andere Klasse könnte Rot sagen. Weiß eine Klasse keinen passenden Unterbegriff mehr oder nennt einen falschen, dann endet diese Challenge für sie. Bei uns übernimmt Mathilda die Verantwortung. Und für uns antwortet gleich die gute Martha. Martha, bist du ready? Ja. Seid ihr auch alle ready? Ja. Anna, wenn du auch ready bist, dann würde ich sagen, starten wir unser Quiz. Seid ihr bereit fürs Quiz? Ja. Wir sind hier mal sowas von bereit fürs Quiz, Lukas. Ihr nennt es gleich abwechselnd, so viele deutsche Bundesländer wie möglich. Seid ihr bereit? Ja. Dann fangen wir mal an, wa? Let's go. Sachsen-Anhalt. Sehr gut. Niedersachsen? Niedersachsen ist korrekt, natürlich korrekt. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist natürlich richtig. Hessen. Das kam schnell, Hessen. Und das ist natürlich auch absolut richtig. Bayern. Bayern, selbstverständlich richtig. Thüringen. Thüringen ist natürlich richtig. Mecklenburg-Vorpommern. Richtig. Habt ihr noch was? Berlin. Ist natürlich auch dabei. Baden-Württemberg. Selbstverständlich. Mathilda? Hamburg. Klaro, dabei. Bremen. Selbstverständlich, auch richtig. Nordrhein-Westfalen. Ist natürlich auch dabei. Ja, so langsam entscheiden. Okay. Was denn? Saarland. Okay. Saarland. Saarland, selbstverständlich richtig. Könnt ruhig laut reden. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, ist das ein Bundesland? Ja, klar. Sachsen. Sachsen ist selbstverständlich auch richtig. Oben, Sachsen. Nein, haben wir schon. Fällt euch noch was ein? Wo Köln? Das wurde schon. Ich sag mal langsam an, dass ich so. Rheinland-Pfalz? Rheinland-Pfalz wurde leider schon genannt. Sehr, sehr gut. Damit geht die zweite Challenge an euch und die nächsten 10 Punkte auf unser Konto. Das heißt, wir gehen mit 20 zu 10 in Führung. Und jetzt starten wir in die nächste Challenge, unsere Final-Challenge. Let's go. Es steht jetzt zwar 20 zu 10 für die andere Schule, aber wir können in unserer letzten finalen Challenge nochmal 40 Punkte holen. Das heißt, da ist alles drin und ich würde sagen, den Sieg holen wir uns. Ja! Jawohl! Also, wir haben hier noch lange, lange, lange nicht aufgegeben. Die Final-Challenge, die geht an uns. Bei Hürden-Dart wird nochmal alles gegeben. 4 Spieler werfen jeweils 3 Pfeile übers Netz auf die Dartscheibe dahinter. Wichtig ist, ins Rote treffen, denn dann gibt es 5 Punkte, 3 Punkte im Grünen und einen auf Schwarz. Für jede Scheibe, bei der der Score höher ist als bei der anderen Schule, gibt es für die Klasse 10 Punkte. Das heißt, hier sind nochmal 40 Punkte drin. Offenbach, seid ihr bereit? Ja! Havelberg, ihr auch? Also wir sind hier sowas von ready, oder? Ja! Okay, dann bitte die Pfeile in die Hand. Wir starten unsere finale Challenge. Denkt dran, es geht hier um alles. Wenn ihr ready seid, dann würde ich sagen, in 3, 2, 1, los geht's! Okay, super! Erster Treffer! Zweiter Treffer! Jawohl! Dritter Treffer! Das läuft richtig gut hier. Die ersten 3 Punkte sind da. Elisa, der ist auch drin. 1 Punkt. Marlene, Ticken zu weit. Ja, ja, der kommt. 1 Punkt. Oh, auch auf die 3. Stark. Also Anna, ich muss dir sagen, bei uns läuft es fantastisch. Fast. Ja, ebenfalls 1 Punkt. Lara, dein letzter. Ganz knapp daneben gefallen. Sehr gut. Weitere 3 Punkte. Ah, der ging ein Stück drüber, kein Problem. Super. Letzter Wurf. Jawohl. Sehr, sehr gut. Das sieht ordentlich aus. Das wird schwer zu toppen. Also der Ursprungspunktestand ist 10 Punkte hier, 20 in Havelberg. Da müssen wir noch ein bisschen was aufholen. Und wir gucken direkt mal auf die erste Scheibe. 2-mal ins Schwarze getroffen, heißt 2 Punkte. Havelberg hat dort nur einen Punkt gemacht.
Das heißt, es steht 20 zu 20. Das ist der Ausgleich. Gehen wir aber weiter zu Scheibe B. Da haben wir insgesamt 11 Punkte gesammelt. Das kann man schon mal machen. Und die Klasse aus Offenbach hat auf dieser Scheibe nur 6 Punkte geschafft. Das bedeutet, die ersten 10 Punkte gehen damit an euch. Dann kommen wir zu Scheibe C. Wenn Havelberg diese Scheibe gewinnt, haben wir leider verloren. Wir schauen mal drauf, was wir haben. 3-mal ins Schwarze getroffen, 3 Punkte. Auf Scheibe C habt ihr insgesamt 4 Punkte gesammelt. Und die andere Klasse hat nur 3 Punkte geschafft. Und damit seid ihr in der Wochenshow. Sehr, sehr gut. Geil. Ganz knapp hat es leider nicht gereicht. Hier wurde richtig stark gekämpft. Richtig knappe Ergebnisse. Havelberg hat dieses Schulbattle leider, leider gewonnen. Das bedeutet, dass wir jetzt gleich weitergehen zur Punkte-Challenge. Ihr könnt euch jetzt mal einen ordentlichen Punkteboost für die Wochenshow holen, denn wir spielen unser Punktespiel Ballboxers. Ihr zwei bleibt gleich mit euren Boxhandschuhen da und eure Mitschüler werden euch gleich Bälle zuwerfen. Eure Aufgabe ist es, möglichst viele Bälle in dieses Netz zu boxen. Pro 5 Bälle gibt es einen Punkt. Ihr habt insgesamt 60 Sekunden Zeit. Und ich würde sagen, wenn ihr ready seid, dann dürft ihr gleich losboxen. In 3, 2, 1 und los geht's! Sehr fix, um Gottes Willen. Der erste Ball ist drin. Ja. Das muss ein kleines bisschen schneller gehen, aber macht ordentlich Lärm. Ja. Noch 40 Sekunden. Weiter so, schneller. Jawohl, 4 Bälle sehe ich da schon drin. Der 5. Ball, das ist der erste Punkt. Noch 30 Sekunden, weiter so. Sehr, sehr gut. Da landet auf jeden Fall zwischendurch was drin. Sehr gut. Noch 20 Sekunden. Bisschen schneller. Nochmal ordentlich Lärm machen für eure Klasse. Ihr habt noch 15 Sekunden Zeit. Sehr gut. Da landet einiges im Netz. Letzten 10 Sekunden, Leute. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und Schluss. Und gut. Okay. Stopp! Sehr gut! Da liegt doch ordentlich was drin. So, dann schauen wir mal, wie viele Punkte ihr noch mit ins Studio nehmt. Das sind hier einmal 1, dann haben wir den 2. und hier noch 2 Bälle, das reicht leider nicht mehr. Aber 2 Punkte nehmt ihr noch mit ins Studio und 1 ist sicher, wir sehen euch auf jeden Fall in der Wochenshow. Sehr, sehr gut, ihr habt das super gemacht, ich freue mich. Aber auch unsere Gegner in Offenbach, ihr habt es uns echt nicht einfach gemacht, super gekämpft. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und eine Sache noch, ihr könnt die Schülerinnen und Schüler aus Havelberg jetzt unterstützen, die beste Klasse Deutschlands zu werden. Das geht wie immer ganz einfach in der Kika-Quiz-App. Dort könnt ihr für eure Lieblingsklasse spielen und ihr nochmal 20 extra Punkte für das Finale sichern. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.